Ja, liebe Freunde, ich komme soeben aus dem Amtsgericht Potsdam zurück. Ich hatte ja zugesagt, dass ich mich nach der heutigen Verhandlung kurz melden würde. In der Tat, das war eine denkwürdige Verhandlung. Nach etwa 4,5 Stunden und 8 gehörten Zeugen gibt es nun ein Urteil. Welche Bedeutung dieses Urteil vielleicht hat, erkennt man auch an der Bedeutung der Gerichtsverhandlung. Die begann heute Morgen um 10 Uhr schon damit, dass alle Zuschauer, auch die Journalisten, ihre Handys auf richterliche Anordnung abgeben mussten. Mir sagte ein anderer Prozessbeobachter, das würde gelegentlich bei schwerwiegenden Mordfällen vorkommen, aber doch bei einer solchen Verhandlung eher nicht. Man sieht daran, welche Bedeutung die ganze Sache hat. Ich will es nicht zu lange machen und niemand auf die Folter spannen. Der Prozess endete nach 4,5 Stunden mit einem Freispruch. Das ist für uns deshalb so wichtig, weil damit erstmalig ein deutscher Richter entschieden hat, dass die Hilfe für einen oder mehrere Jagdhunde, die durch einen Wolf unmittelbar bedroht sind, rechtlich gerechtfertigt ist, also ein sogenannter Rechtfertigungsumstand, der es rechtfertigt, gegen eine bestehende Bestimmung des deutschen Naturschutzgesetzes in gewisser Weise zu verstoßen. Denn natürlich gilt die deutsche Naturschutzgesetzgebung in Bezug auf streng geschützte Arten, aber wenn es eben einen Rechtfertigungsgrund gibt und die Hilfe für einen Jagdhund durch einen Jäger bei der Jagd ist eben ein solcher, dann ist das legal und dann kommt es nicht zu einer Verurteilung des Angeklagten. Allerdings, auch das hat die Verhandlung heute gezeigt, das Problem liegt darin erwiesenermaßen. Und es sah nach 8 Zeugen nicht immer so aus. Ich habe mich selbst gefragt, welcher Seite der Zeugen, es gibt dann natürlich immer Zeugen, die ein Geschehenes vollumfänglich bestätigen, andere, die es nicht vollumfänglich bestätigen. Und wir hatten heute auch Zeugen, die den Geschilderungen des Angeklagten eher zumindest teilweise widersprochen haben. Auch ich habe mich über weite Teile gefragt, welcher Sichtweise folgt der Richter. Aber es war zum Ende der Verhandlungen dann doch relativ eindeutig, weil das, was dort vorgetragen wurde, meines Erachtens auf keinen Fall für einen Schuldspruch gereicht hätte, sodass der Angeklagte zwingend frei zu sprechen war. Allerdings will ich auch sehr deutlich sagen, über weite Teile des heutigen Verfahrens ist es mir fast schwer gefallen, dem einen oder anderen zu folgen. Ich glaube, wir Jäger werden uns in nächster Zeit auch sehr deutlich darüber Gedanken machen müssen, wie wir Drückjagden auch rein operativ organisieren. Denn so einiges, was heute vom damaligen Jagdleiter, der auch als Zeuge gehört wurde, und einigen anderen vorgetragen wurde, das hat mich doch schon recht stutzig zurückgelassen. Also wenn beispielsweise ein Jagdleiter nicht mehr weiß, auf welcher Kanzel bei einer Drückjagd mit immerhin über 80 Schützen welcher Schütze gesessen hat und sich dann erst schildern lassen muss, wer das war, und wenn Patronenschachteln auf Ansitzen liegen bleiben, die dann erst einen Tag später geholt werden und ähnliches, dann stellen sich mir hier doch eine ganze Reihe von Fragezeichen. Und ich glaube insgesamt, und deshalb sage ich das auch sehr deutlich, hat das Verfahren eben deutlich gemacht, wenn es zu solchen Fällen kommt, dann muss es eben auch beweisbar abgesichert sein. Und dazu gehört eine gewisse Professionalität auch der Ausrichtung unserer Gesellschaftsjachten, unserer Drückjachten, unserer Treibjachten. Und ich glaube, gerade mit Hinblick auf mögliche Beweissicherung bei solchen Fällen werden wir uns in nächster Zeit doch einige Gedanken machen müssen. Und politisch dürfen wir dabei natürlich nicht stehen bleiben. Ich glaube zutiefst, wir brauchen eine Regelung, wie das beispielsweise im schwedischen Jagdgesetz bzw. ganz genau genommen in der schwedischen Durchführungsverordnung zum Jagdgesetz geregelt ist, bei dem eben auch legitim geschildert ist, unter welchen Umständen genau ein Jäger einen solchen, ich nenne es jetzt mal Nothilfeschuss, auf einen Wolf, um beispielsweise seinen Jagdhunden beizustehen, wann er einen solchen Schuss antragen darf. So etwas muss gesetzlich geregelt sein, wenngleich ich am heutigen Tage aber auch nochmal deutlich sage, ein deutscher Richter hat für recht erkannt, dass dies, die Rettung eines Hundes, ein Rechtfertigungsgrund sein kann. Und das ist eine gute Nachricht, und auf dieser Nachricht aufbauend werden wir jetzt weiterhin unsere politischen Hausaufgaben zu machen haben. Also, Horridor in die Runde.